Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Entscheidungen treffen. Und ich liebe dieses Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich trotz meinen jungen Jahren so sehr, sehr viele Entscheidungen habe treffen müssen, nicht nur im Business, sondern natürlich auch im Privaten, die nicht immer einfach waren. Aber natürlich auch im Business, wo es um ganz, ganz hohe Summen geht, die für, ich sage mal, den normalen Angestellten schon gar nicht mehr greifbar sind. Und ich möchte euch einfach eines mitgeben, und zwar: Menschen treffen Entscheidungen aufgrund von Emotionen. Zumindest, vielleicht muss man das ein bisschen separieren. Wenn Menschen wirklich was kaufen, dann kaufen sie immer emotionsbasiert. Das heißt, irgendwas ist dahinter, was sie emotional triggert. Und sie begründen dann ihre Entscheidung mit Logik. Und es gibt eine Sache, die mir total wichtig ist oder die ich einfach gelernt habe über die Jahre, speziell im Business, dass es extrem wichtig ist, nicht nur auf die Logik zu hören, sondern auch wirklich zu schauen, was sagt mein Herz oder meine Intuition dazu. Für viele ist Herz und Intuition das Gleiche. Da muss man dazu sagen, dass Intuition meistens ein bisschen missverstanden wird, weil Intuition basiert natürlich auch auf den eigenen inneren Glaubenssätzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Milliardär werden möchte und ich habe bis jetzt einen Verdienst von 10.000 Euro im Monat zum Beispiel, dann wird es mir schwer fallen, Millionärsentscheidungen zu treffen oder Milliardärsentscheidungen zu treffen, wenn mein Verstand noch gar nicht da war oder ich war körperlich noch nicht da. Und weiß nicht, was es heißt, Entscheidungen zu treffen als Millionär. Was bedeutet das jetzt für dich, wenn du zum Beispiel einen schwierigen Hund hast und dir einen Trainer suchst? Dann ist es wichtig, dass du verstehst, dass die Logik oder deine sogenannte Intuition dir erklären will, was der richtige Weg ist. Oder das versucht irgendwie zu erklären, warum das eine gute Entscheidung ist, warum das keine gute Entscheidung ist. So, und das, was ich gelernt habe, ist ganz einfach, dass es wichtig ist, auf das Herz zu hören und nicht auf die Intuition, weil die Intuition ist, wie gesagt, geleitet von diesen Glaubenssätzen. Und wenn du innerlich nur am Struggeln bist mit deinem Hund, wirst du die Überzeugung haben, ich habe jetzt nur keine Lösung für meinen Hund oder für dieses Problem. Ich bin vielleicht auch gar nicht in der Lage, dass ich dieses Problem lösen kann oder mein Hund ist schon zu alt, zu. Es hat schon zu viele Vorfälle gegeben, das kann man sowieso nicht lösen. Dann wird es natürlich schwierig, dass du die richtige Entscheidung für die triffst. Was ich persönlich einfach gelernt habe, ist wirklich auf den Menschen zu achten, mit dem ich wirklich arbeiten will oder mit dem ich beabsichtige, dass ich arbeite, dass ich schaue, was sagt mein Herz dazu, was fühle ich wirklich und dass ich das in den Vordergrund stelle und gar nicht unbedingt das, was der Mensch sagt. Weil es gibt so viele Menschen, die verdammt gut reden können. Aber es gibt Sachen, die man nicht unterdrücken kann oder nur schwer beeinflussen kann. Und es ist natürlich auch dieses Nonverbale, auch diese Körpersprache. Und wenn ich da das Gefühl habe, es gibt irgendwie Ungereimtheiten, dann würde ich eher aufpassen. Weil irgendwo haben wir alle, wie soll man sagen, wenn man sich zum Beispiel Kinder anschaut, die wissen genau, wie sie miteinander interagieren müssen. Die wissen genau, wie sie Freundschaften schließen können. Die nehmen sich kein Blatt vom Mund. Die wissen auch, wie sie ihren Körper einsetzen, unbewusst. Nur wir erziehen ihnen das natürlich irgendwann ab. Das ist so ein typisches Beispiel, dass man den Kindern sagt, renn nicht zu Fremden hin, sprich nicht mit denen, weil sonst könntest du gekidnappt werden, zum Beispiel. Oder auch in der Schule, dass sie still sitzen sollen, dass sie sich nicht verbinden sollen, dass sie nicht kommunizieren sollen. Das heißt, wir trainieren uns eigentlich dieses natürliche Verbindung, Kommunikation und dieses Freundschaften aufbauen, Menschen lesen lernen. Das trainieren wir uns eigentlich komplett ab. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil wir dann im Erwachsenenleben gar nicht einschätzen können, wer tut uns gut und wer tut uns nicht gut. Wer will uns über den Tisch ziehen und wer ist am wirklich, ja, wer hat ein ehrliches Interesse an dir, an deinem Problem und wer würde es wirklich lösen für dich? Und wer redet nur? Und da ist es echt wichtig, dass du lernst, dass du dein Herz wieder trainierst, dass du verstehst, okay, was genau will dieser Mensch jetzt von mir? Was hat er für Absicht? Ist er auf das bedacht, dass er sein Produkt verkauft?
Oder ist er eher darauf bedacht, dass er die versteht? Dass er die Schwierigkeiten, die du hast, die Probleme, die du hast, dass er die wirklich nachvollziehen kann, dass er sie ja hineinfühlen kann, dass er sich das erlaubt, diese Emotionen, die du hast, mit dir zu teilen. Das finde ich extrem wichtige Eigenschaft bei Verkäufern. Also an der Stelle an die Hundetrainer beziehungsweise an die anderen Coaches. Ein Kunde kauft nicht, weil er der Produkt oder die Dienstleistung versteht. Er kauft dann der Produkt oder die Dienstleistung, wenn er sie verstanden fühlt. Nicht umgekehrt. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, der Fokus sollte immer beim Kunden liegen. Und das Prinzip ist so ein bisschen erst verstehen, dann verstanden werden. Versuche erst den Kunden wirklich zu verstehen, damit der Kunde die verstehen kann. Ganz wichtig. Und anhand dieser Technik triff ich auch immer meine Entscheidungen. Wenn ich das Gefühl habe, der interessiert sich gar nicht wirklich für mich oder nur oberflächlich, der ist eher abgelenkt, der ist viel zu problemfokussiert oder nicht problemfokussiert, sondern der ist zu sehr darauf bedacht, dass es eine Dienstleistung verkauft und dass es gar nicht wirklich darum geht, wie es mir jetzt persönlich mit meinen eigenen Anliegen geht. Speziell natürlich auch bei den Frauen ganz wichtig. Frauen, die wollen im ersten Moment gar nicht, dass man ihnen sagt, wie man das Problem löst. Die wollen erstmal reden. Die wollen erstmal reden und sie verstanden fühlen. Das ist eben so dieser Unterschied zu den Männern. Männern sind eher Problemlöser. Die wollen eher nicht über Gefühle reden, die wollen jetzt sofort eine Lösung, schnellstmöglich dorthin. Und die Frau ist dann eher so der Typ, die einfach gern darüber redet, über das Problem, wie sie damit geht. Und wenn sie dann fertig ist und verstanden fühlt, dann kann es sein, dass sie fragt, kannst du mir bitte helfen, das Problem zu lösen oder was kann ich denn machen, damit es besser wird? Und das ist wahrscheinlich einer Grund, warum es so viel Streit in der Beziehung gibt. Das war für mich ja einer dieser Aha-Momente, wie ich das kennengelernt habe, dass es einfach diesen gravierenden Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, dass die Frau ständig das Gefühl hat, nicht verstanden zu werden und der Mann sie denkt, ich will dir doch helfen, da ist die Lösung, nimm das an, setz das um, damit es dir nicht mehr schlecht geht. Ich will ja nicht, dass es dir schlecht geht. Aber die Frau hat einfach, ja, die ist einfach anders gestrickt wie der Mann. Das ist der Punkt, wo, glaube ich, die meisten Männer sagen, eigentlich braucht man ein Handbuch für Frauen, aber es ist natürlich auch umgekehrt so. Weil wir als Frauen uns auch denken, ich komme nicht verstanden vor. Und genauso ist es auch in Verkaufsgesprächen. Das heißt, bedenke, wenn du Männer hast, die sind eher faktenbasiert, die wollen Lösungen haben, die wollen es jetzt gelöst haben und Frauen wollen erst mehr reden. Und dann vielleicht nur das Problem lösen. Es ist einfach, ja, es ist Tatsache. Ich bin mir sicher, das hast du auch schon mal irgendwo erlebt bei einer Freundschaft, in einer Beziehung. Ich würde sagen, es trifft wirklich auf die meisten Männer und Frauen zu. Und es kann natürlich ein Gamechanger sein, wenn du das ab jetzt beachtest, dass sie der Beziehung einfach verändert oder auch Freundschaften sie verändern, weil du die Menschen einfach besser verstehen lernst. Ja, also lerne, dass du deinem Herz vertraust. Versuch zu verstehen, was will die Person wirklich von mir? Hat die ernsthaftes Interesse an mir? Beziehungsweise an meiner Situation, an meinem Problem, wie es mir damit geht. Wenn du das Gefühl hast, sie will nur Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, forget it, wirklich. Ich bin früher damit so eingefahren, weil ich nicht gewusst habe, dass es einfach zwei Arten von Verkäufern gibt oder zwei Arten von Coaches. Ein wirklich guter Coach oder wirklich guter Trainer sollte immer den vollen Fokus beim Kunden haben und niemals bei sich. Die legen das Ego beiseite. Es geht nur um den Kunden, es geht nur um dich und dein Problem. Wenn du das Gefühl hast, der ist wirklich nur darauf bedacht, dass er dir die Vorteile aufzählt, lass die Finger davon. Da wirst du nicht glücklich werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Vielleicht gibt es einfach Ausnahmen, die einfach, ja, die es einfach so gelernt haben im Verkaufstraining. Und das größte Problem ist eigentlich, dass die meisten Menschen heutzutage einfach nicht mehr zuhören können. Die wissen nicht mehr, wie das funktioniert, wie man wirklich ernsthaft zuhört, ohne Ratschläge zu geben, sodass sich der andere verstanden fühlt, dass es einem besser geht. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da nehme ich mich selber nicht aus. Die meisten Kunden, die einen Coach suchen, die wollen als erstes einmal wirklich dafür anerkannt werden, dass sie dieses Problem haben, dass sie diese Schwierigkeiten haben. Die wollen sie verstanden fühlen und danach sind sie bereit, wirklich eine Veränderung zu machen. Na, ganz ehrlich, wenn du ein Gespräch buchst bei jemandem, dann weißt du innerlich schon, ich muss was verändern. Ich muss mir Hilfe holen. Ich muss den und den Coach buchen. Aber ich brauche erstmal nur diese Bestätigung. Ja, du hast recht, dass du dich so fühlst. Ich kann es total gut nachvollziehen, dass es dir so geht.
wenn ich in deine Schuhe wäre, dann würde es mir genauso gehen. Du hast vollkommen recht. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich würde mich genauso fühlen. Und dann erst sind die Kunden bereit, wirklich zu sagen: Okay, und jetzt bin ich dazu bereit, was zu verändern, mit dir loszugehen und ja, um ein Problem in den Griff zu kriegen. Das heißt für dich ganz einfach: Schau drauf, dass du in nächster Zeit nicht mehr den Kopf bestimmen lässt, wie du Entscheidungen triffst, sondern wirklich der Herz und einfach zu scannen, was will der Mensch jetzt wirklich von mir, würde er mir ernsthaft helfen oder nicht? Oder geht es wirklich nur ums Geld? Weil natürlich gibt es auch solche Menschen draußen. Es ist leider einfach so, das habe ich auch lernen müssen. Ich habe auch schon für Lehrgeld zahlen müssen. Und deswegen möchte ich die einfach die davor bewahren, weil es natürlich auch, es ist nicht nur, dass man viel Geld investiert teilweise, sondern auch, dass es einfach eine Zeitverschwendung ist. Und darum ist es wichtig, dass du diesen Tipp kennst, dass du lernst, wirklich nach Herz Entscheidungen zu treffen und den Kopf wirklich auszublenden, wegzuschalten. Das kann dir wirklich verdammt viel Geld retten oder, wie soll man sagen, ja, einfach retten. Und damit bin ich bisher immer am besten gefahren, genauso auch wie meine Kollegen, genauso wie meine Mentoren und Coaches. Vertraue wirklich auf das Herz, was es dir sagt. Und wie gesagt, nicht auf die Intuition. Intuition ist geprägt von Glaubenssätzen, von Einstellungen und Erfahrungen. Vertraue wirklich dem, was du fühlst. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch bei den Männern. Männern brauchen genauso Emotionen im Verkaufsgespräch. Die müssen genauso emotional getriggert werden, aber brauchen lediglich viel, viel weniger als wie die Frauen. Das ist halt einfach Fakt. Da war nichts Schlimmes dran. Ich arbeite da total gern mit Männern zusammen. Es ist einfach, es bringt einen frischen Wind rein. Aber ich will jetzt von dem Thema nicht abweichen. Nimm dir das zu Herzen und überleg jetzt einmal bitte ganz konkret, wenn du vorher schon Trainer gehabt hast oder auch zum Beispiel im Beruf oder auch in Beziehungen, in Partnerschaften, in Freundschaften, wo hast du das Gefühl gehabt, dass du eher nach Kopf entscheidest, nach Intuition oder nach Herz? Und wie ist es dir da dabei gegangen damit? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Du wirst sicher gespannt sein oder überrascht sein, was da alles hervorkommt. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.